Ja, hier sind sehr viele Beaches. Ja, ich bin selber auch ein Fieldy. Yo, Pandas, und willkommen zu einer kleinen Runde Mario Party auf dem Side-Doxian-Server. Und wir würfeln direkt mal eine 5. Sehr nice. Ja, hier sind sehr viele Beaches. Ja, ich bin selber auch ein Pfirsich. Denn Pfirsiche sind immer cool. Und Pfirsiche sind das, was wir brauchen. Und wir werden hier als erstes Spiel Gun Game spielen, wenn die Reihenfolge so stimmt, wie das da stand bei den Minigames. Und danach wird dann Pferderennen kommen. Also zwei Spieler, die direkt nicht ganz so mein Fall sind, aber egal, wir brauchen schon nur noch 40 Felder zum Ziel. Nur André Peru ist schneller als ich und wir werden Gun Game hier irgendwie rocken, denke ich mal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Oder auch nicht, wer weiß. Ich weiß es noch nicht. Nein. 10 Sekunden startet das Spiel und ja. Okay. Da ist einer und den können wir uns eigentlich direkt snacken, denke ich mal. Ja. Hat noch nicht mal die Waffe im Inventar, alles klar. So. Sehr nice, okay. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden mit Bogenkill. Hä? Alter! Was sind die denn alle so weit weg? Oh Gott, ja. Jawohl, ja. Jawohl! Alles klar, richtig nice. Okay, flauschiges GG. Da haben wir erstmal direkt den ersten Platz hier uns geholt. Perfekt. Oh Mann. Sehr nice und eine 1. Oh nein, das gibt es nicht. Und dann würfeln wir eine verdammte 1. Und eine 5. Okay, dann haben wir trotzdem eine 6 insgesamt. Und sind damit vielleicht trotzdem relativ weit vorne. Man weiß es nicht. Oh Mann. Okay, danach kommt dann Pferderennen, ist jetzt auch nicht ganz so das Beste von uns. Und nee, Odin und André Peru sind vor uns. Ach, Odin hatte sogar. Oh Mann, wie schafft er es vor uns zu sein? Der hat schon wieder eine 6 gewürfelt. Was für ein Glücksbild. Okay, wir spielen jetzt Pferderennen und in Pferderennen werden wir hoffentlich auch irgendwie was hinkriegen. Ich glaube zwar nicht unbedingt ganz so dran, aber egal. So. Okay, und was kriegen wir hier jetzt hin? 2 Sekunden, 1 Sekunde und das ist halt gerade die Map, die ich nicht kann, also die ich nicht so mag. Weil hier mit dem Wasser und so weiter, ich weiß auch nicht, da bleibe ich irgendwo immer hängen. Oder auch Leute, die einfach, es gibt einfach Leute hier, die sind einfach so viel schneller als ich weiß auch nicht, wie sie es machen, aber irgendwie schaffen sie es halt einfach viel schneller als ich zu sein. Aber jetzt gerade nur Riolo und Potgame, okay. Vielleicht kriegen wir das ja dann hin, die beiden da zu überholen. Na, komm schon. Vielleicht bleiben die ja irgendwo hängen. Das wäre natürlich wunderbar. So, ich bleibe natürlich jetzt erstmal hier nicht hängen. Sehr gut. So muss das auch. Jawohl, Potgame bleibt schon mal hängen. Jetzt nur noch Riolo vor mir. Und den kriege ich irgendwie wahrscheinlich auch noch. Also ich denke mal, den werde ich irgendwie kriegen. Wenn nicht, das wäre jetzt sehr mies. Aber doch. Oh! Nein! Potgame hat mich wieder eingeholt, weil ich auf einmal nicht mehr gesprintet bin oder was? Das gibt es nicht. Verdammt. Nein. Oh, ich bin wieder vor Potgame. Okay. Alter. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit Potgame und Mr. Panda ist Zweiter. Jawohl. Perfekt. So muss das. Okay, sehr gut. So, und wieder flauschige GG. Und wir würfeln eine 3. Nicht gut. Und er würfelt eine 5 und Lizard eine 6. Das gibt's nicht. Und auch eine 2. Oh Gott. Okay, das ist schon echt sehr weit weg. Odin auch schon wieder eine 6. Alter, der fliegt da richtig weit weg. Mal sehen, was wir daraus noch machen können. 29 Felder noch zum Ziel. Odin nur noch 25. Und hier Riola 28. Arne Peru 27. Und Lizard 26. Und wir noch mit 29. Das gibt es nicht. Oh Gott, wir sind so weit weg vom ersten. 4 Punkte, 4 ganze Felder. Und jetzt kommt noch Magma-Regen. Das einzige Spiel so richtig, was ich abgrundtief hasse eigentlich schon. Und ja. Wenn ich ja Glück habe, kommt heute mein Mikrofon an und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, soll ich dann ein Unboxing machen? Also würde euch sowas interessieren, wie ich dann halt so das Unboxing von dem Mikrofon mache oder sagt so, nee, brauchen wir jetzt nicht und so weiter.
würde mich eigentlich einfach mal interessieren. Denn, oh Gott. Denn je nachdem, ob, wie das Interesse bei euch ist, dementsprechend würde ich dann auch das Video machen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, cool, wäre mal cool, dann kann ich das machen. Wenn ihr aber sagt, so, nee, brauchst du nicht, interessieren uns nicht, dann brauche ich das ja auch nicht machen. Na, ist ja klar. Oh Gott. Alter. Ich wäre jetzt wirklich fast... Oh Gott. Sehr gut. Jojo ist auch ausgeschieden. Sehr gut. Da sind aber noch einige. Und ich hänge hier immer noch und weiß nicht wohin. Sonst gibt es nicht. Okay, sehr gut. Alter. Wenn jetzt hier ein Block kommt, ne? Ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Sehr gut. Der kommt auch nicht zu mir. Oh, dann ist auch nochmal raus. Das heißt, ich könnte schon mal... Was? Ich laufe einfach zu weit nach vorne. Das gibt es nicht. Ah, aber Marien ist halt echt nicht mein Spiel. Ich hoffe, danach kommt nochmal jetzt, was ich richtig gut kann, dass wir da nochmal richtig aufholen können. Aber okay, so, jetzt erstmal hier schauen. Okay, Assassin raus, Riola hängt da irgendwie rum, Adri Peru, Podgame und Riola ist erster. Alles klar. Also der kurz vor mir ist, ist dann auch noch jetzt weiter weg von mir. Verdammt. Ansonsten noch eine 6. Jawohl, wenigstens dann eine 6. Razorblade auch noch zweiter. Und Alicia dritter. Die beiden kenne ich zum Glück nicht, wo sie vor mir sind. Also ich weiß nicht, ihre Platzierung, das wäre natürlich jetzt, naja, nicht ganz so toll, wenn die jetzt auch noch vor mir wären. Oh Mann. So, und wir sind auf dem vierten sehr gut. Und wir haben einen, oh Gott, wir haben einen Bowserfeld. Bitte, 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 nach vorne. Drei Felder zurück. Das ist die Runde mit dem schlimmsten Pech auf der Welt. Und wir sind einfach auf Platz 20, Feld 20 und sind sechs Felder vor, hinter Odin. Aber Replika habe ich ja in der letzten Folge sehr gut geschafft. Mal sehen, ob es diesmal auch so wird, dass ich das wieder als erstes machen werde. So, zack, zack. Zack, zack. Okay. So. So. So, so. So. Okay. 1, 2, 3. So. Okay, und dann nochmal hier, ja. So, okay. Dann hier einfach 1, 2, 3 und sonst nur. So, sehr gut. Okay, erstes fertig. Runde 2. Okay, was kriegen wir in der zweiten Runde? Ich hoffe mal auf was Gutes. Und da kriegen wir Twitter. Das ist nochmal sehr einfach. Okay. So, für mich als kleinen Twitter-Suchtig ist es natürlich sehr einfach. So. Nee. Hier haben wir noch eins und da dann wieder zwei. So. Okay. So, okay. Dann haben wir hier einmal das so rum. Nee, haben wir gar nicht. Drei Felder hoch und dann zwei. So, drei Felder hoch und dann zwei nach innen. So, und da haben wir das dann so. So, dann haben wir hier das T. Ah, komm schon. Und so. So, und dann haben wir hier nochmal weiße Wolle. Einmal durch. So, sehr gut. Dann sind wir jetzt schon in der dritten Runde. Und in der dritten Runde ist, glaube ich, noch überhaupt keiner. Doch, da hinten ist schon mal einer in der dritten Runde. Okay, dann haben wir hier jetzt das... Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Zack, zack. Ah, so. Okay. So, dann machen wir erstmal hier jetzt einmal so. Nee, hier kommt dann wieder schwarz hin und dann so. Okay, und dann machen wir hier noch das hin. Das. Ja, und dann machen wir so und dann nochmal so, so. Und so, oh nee, das gibt es nicht. Podgame und der Rest ist einfach noch vor mir irgendwie. Ich brauche nur noch einen einzigen Block setzen. Das ist, oh Gott, das gibt es nicht. Verdammt! Nein, dann würfeln wir nur eine 4. Das gibt es nicht. Ah! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Aber okay. So, wir werden es noch irgendwie schaffen, wenn wir überhaupt noch die Chance dafür bekommen. Es wäre jetzt so mies gewesen, wenn wir wieder eine 3 gewürfelt.
So, Odin braucht nur noch 14 Felder, Platz 32, Feld 32 und wir Feld 24. Okay, das wird schwer. Das sind noch ganze 8 Felder auf den ersten, die wir jetzt eigentlich einholen müssen. Das ist Mini-Survival Games, perfekt. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie Mini-Survival Games hier funktioniert, aber ich weiß, dass ich es eigentlich mal ganz gut hinkriege. Wenn ich jetzt Glück habe, könnte ich das nämlich auch nochmal packen. Und dann, wenn ich natürlich jetzt Erster bin, dann hätte ich natürlich die allerbesten Chancen, um hier nochmal irgendwie was auch rauszuholen. So. Okay. So, okay. Ich denke mal, die Rüstung ist schon mal ganz okay. Und wir können damit hier die Leute umbringen, die hier sind. So, und da ist Lizard als erstes down von uns. Und dann kommt hier der nächste, Jan MC Play. So, und Burning Tobi oder so. Der hier erstmal. Nee, Dumping Tony. Tobi. Der hier am Sneaken ist. Aber auch das bringt ihm nichts. Dann fressen wir ein bisschen was. Hier erstmal weg. Ein bisschen snacken. Und dann schauen wir mal, wo der Rest noch ist. Da ist noch einmal einer, oder? Ist da noch einer? Ich weiß nicht. Da ist einer. Oh Gott, der hat ein Eisenschwert. Der hat das Eisenschwert. Okay, tot. Okay. Und da ist Odin. So, und Odin killen wir jetzt auch. Am besten. What the fuck? Wie hat der mich denn getötet? Alles klar, okay. Alles klar. Aber trotzdem, wir haben schon mal als erster hier irgendwie 4 Kills. Ich verstehe halt echt nicht, wie das jetzt ist. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal unter den Top 3 sein. So, ich habe 4 Kills, habe als Drittletzter gelebt und werde wahrscheinlich keine Ahnung was sein. Das ist so typisch irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Aber okay. Wir werden es ja jetzt sehen, auf was für ein Platz ich bin, denn da kämpfen jetzt die Letzten und wir sind Dritter. Okay, dann haben wir wenigstens jetzt mal als Dritter Platz. Und was aber Odin, der 8 Felder von uns entfernt ist, hat halt einfach auch nochmal, ja, wahrscheinlich hier einfach ersten Platz geholt. Also wird eindeutig jetzt wahrscheinlich sehr gut spielen und wir finden nur 4 insgesamt. Nur, ey, das gibt es nicht. Alter. Oh Gott. Okay, 4 Felder nach vorne. Der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, 12 Felder nach vorne geflogen sein. Ja, brauchen nur noch 5 Felder zum Ziel. Ist damit 9 Felder nach vorne gesprungen. Oh Mann. Okay, das wird jetzt sehr schwer. Das geht schon eigentlich gar nicht mehr. Egal. War eigentlich eine ganz gute Runde, meiner Meinung nach. Und Wettrennen ist jetzt auch nochmal was, wo ich wenigstens zeigen kann, was ich so kann. Da kann ich nochmal richtig schön spielen. Und nochmal richtig schön jumpen. Und auch gleichzeitig rennen und einfach alle in Grund und Boden jumpen und laufen und so. So. Okay. Okay. So. Ersten Jump fertig. Zweiten Jump. Und da das Spinnennetz nicht einnehmen. Und Podgame ist vor mir. Oh ne, das gibt es nicht. So. Okay. So, da haben wir auch unsere tägliche Dosis Road to Jump League, Bro. Haben wir hier einfach mal drin. Und werden das dementsprechend jetzt bestimmt irgendwie auch packen. Zumindest als Zweiter hier. Podgame ist zwar schon echt weit, aber auch da kann natürlich jederzeit noch was passieren, dass wir da noch Erster werden. Und wenn wir das noch fangen, das wäre natürlich sehr nice. So, Podgame läuft hier einfach weiter, aber ist immer noch vor uns. Das gibt es nicht. Nein! Und wir beide stürzen gleichzeitig ab, das gibt es nicht. Und jetzt sind Podgame und ich einfach mit die Schlechtesten. Nein, und ich stürze einfach nochmal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Alles klar, jetzt stürze ich nur noch ab. Okay, das haben wir schon verkackt. Oh mein Gott. So, okay. Zack. Zack. Okay. So. Ihr wisst, was ich übrigens auch nochmal fragen wollte, wäre, ob ich sowas wie Mario Party. Das ist ja was mit Minigames einfach. Und da ist es ja eigentlich jetzt so gesehen dann egal, ob ich jetzt Erster bin oder Zweiter oder Dritter oder sonstiges. Wenn das eine gute Runde ist, also zum Beispiel wie jetzt, oder allgemein, ne? Einfach eine Runde ist, die ich finde, die war cool, wo man so sagt auch, okay, das waren ganz coole Runden und so weiter. Soll ich die einfach nehmen oder sagt ihr so, nee, nimm nur Runden, wo du auch einigermaßen okay bist? Das wäre jetzt mal so die Frage, die ich mir stelle, weil das hier, also so Mario Party zum Beispiel, würde ich persönlich eigentlich sagen, nehme ich eigentlich immer die erste Runde, die ich einfach habe. Denn die ist eigentlich schon mal ganz cool, beziehungsweise
die Runden wären ja eigentlich nicht besser, außer dass man vielleicht besser platziert ist. Und ich finde noch 16 Felder zum Ziel. Platz 8, okay, ist jetzt nicht ganz so nice. Aber gut. Wir könnten auch bis auf Platz 6 hier vorspringen, wenn wir Glück haben. Und Wolkenquiz, oh Gott, okay. Das vergessen wir mal mit dem nach vorne springen. 16 Mal. Das gibt es nämlich hier nicht mehr. Aber zum Beispiel sowas würde ich halt trotzdem gerne eigentlich nehmen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Einfach ganz normal hier die Runden zu nehmen, die ich halt auch einfach wirklich gespielt habe als erstes. Und das war ein Schwein als erstes. Der Creeper war ein Schwein am Anfang. Und vielleicht sagt ihr dann ja auch so, ja komm, mach das mal, mach das einfach so und nicht irgendwie, keine Ahnung was. Denn Podgame hat auch hier, das gibt es nicht, nein. Oh verdammt, oh verdammt. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Auf Angst, mich jetzt vollkommen lächerlich zu machen. Ich nehme einfach Jupiter. Ne, das war doch der kleinste, oder? Doch, der größte, okay. Alter, ich komme damit voll durcheinander. Ich weiß nie, welche was ist. Oh Mann, okay, Podgame hat aber auch schon wieder. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ganz peinlich. Geschichte kann ich gar nicht. Geschichte kann ich gar nicht und ich hab's einfach richtig. Oh mein Gott. Alles klar. Geschichte. Gar nicht, aber okay. Cave Game sollte es früher eigentlich heißen. So. Und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie auch dann hin, dass wir damit irgendwie alle zufriedenstellen, so gesehen. Was das so ansteht. Markus Persson stammt aus Schweden. Okay, der Schwede hier. Und das haben wir auch richtig perfekt. Platz 1 mit Lizard zusammen. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice, aber Lizard war auch Dritter schon, also von daher wird der auf jeden Fall jetzt hier gewinnen. Und 16 Felder können wir eigentlich gar nicht mehr einholen, leider. Ah, das wäre jetzt so geil gewesen, hätten wir es noch geschafft. 6. Oh Gott, da haben wir die 6, okay. Die erste 6 haben wir. Und was kriegen wir noch? Was kriegen wir noch? Eine 4. Okay, wir haben 10 insgesamt und Odin hat nur 1, Odin hat verloren. Und Lizard wird eindeutig gewinnen, weil der kriegt ja schon, genauso wie ich, mindestens 4. Und noch 6 Felder zum Ziel und das meinte ich zum Beispiel. Das war jetzt eine ganz gute Runde eigentlich. Wir sind nicht gerade sehr weit auseinander und haben eigentlich eine ganz gute Runde gespielt, würde ich sagen. Und deswegen würde ich auch sagen, kann ich so eine Runde ohne schlechtes Gewissen nehmen. Und ja. Deswegen GG hier an Riole, der gewonnen hat. Und Lizard, der auch gewonnen hat. 3 über das Ziel. Okay, Lizard hat gewonnen und Riole ist nur Zweiter. Okay, dann halt so herum. Und ich hoffe, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn euch die Runde gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und sage damit dann einfach, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.